Die Hechingerin Cornelia Bielmeier ist insbesondere für ihren Einsatz für den Verein Kinder brauchen Frieden bereits 2020 mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die offizielle Verleihung erst jetzt vor Ort stattfinden. Überreicht wurde der Verdienstorden nun vom baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Herrmann. Vor 28 Jahren gründete Cornelia Bielmeier zusammen mit ihrem Mann Michael den Verein Kinder brauchen Frieden. Ehrenamtlich tätig ist sie zudem in vielen anderen Institutionen. Für dieses langjährige Engagement wurde die Hechingerin nun mit der höchsten Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg geehrt, dem Verdienstorden. Überreicht wurde er ihr feierlich am Samstagvormittag von Verkehrsminister Winfried Herrmann, der einer der zahlreichen Schirmherren des Vereins ist. Also es bekommen nur wenige Menschen, das ist auch zahlenmäßig begrenzt. Und die Voraussetzung ist schon, dass man in herausragender Weise sich Zivilgesellschaft sozial engagiert und zwar nicht nur einmal und mal kurz, sondern wirklich auch dauerhaft und vorbildlich. Und das ist hier bei Frau Bielmeier auf jeden Fall der Fall. Über das hohe ehrenamtliche Engagement freut sich auch der Hechinger Bürgermeister Philipp Hahn, der sich bei Bielmeier explizit für ihren Einsatz für Kinder bedankte. Die Frau Bielmeier ist ein großes Vorbild für die Stadt Hechingen. Wir haben viele Mitbürger, die sich ehrenamtlich engagieren. Aber Frau Bielmeier ragt natürlich wie ein Leuchtturm heraus, weil sie sich seit über einem Vierteljahrhundert für Kinder brauchen Frieden und darüber hinaus bei Ratzkiewicz, beim SPD-Ortsverein und beim Förderverein der Förderschule ehrenamtlich engagiert. Und das mit großer Leidenschaft. Und das freut mich natürlich sehr und macht den Gemeinderat und auch mich sehr stolz. Sorgen um den weiteren Verlauf des Vereins müsse sich Frau Bielmeier auf jeden Fall nicht machen, erklärte der erste Vorsitzende des Vereins, Jürgen Müller. Dem kann auch Bürgermeister Hahn zustimmen. Kinder brauchen Frieden hat es früh geschafft, auch jüngere Generationen mit an Bord zu nehmen. Und da gibt es eine sehr große Zahl an Ehrenamtlichen, die bereit sind, das Feuer dieses Vereins weiterzutragen. Und der aktuelle erste Vorsitzende Jürgen Müller hat es Frau Bielmeier gegenüber ja auch bestätigt, dass sie sich da keine Sorgen machen braucht um ihr Lebenswerk. Die Preisträgerin selbst hielt nur eine kurze Rede und zitierte sich einfach selbst, indem sie sagte, dass, wenn man sich selbst nicht so wichtig nehme, man auch sehen würde, was um einen herum passiere. Und wie fühlt sie sich nun mit dem verliehenen Orden an der Jacke? Ach, ich fühle mich eigentlich wie immer. Ich muss aber dazu sagen, ich kann nicht sehr gut mit Auszeichnungen umgehen, die mich selbst betreffen. Und ich sehe das auch eher als Auszeichnung für den Gesamtverein, weil alleine könnte ich da gar nichts machen. Mit ihrer Arbeit hat sie vielen Kindern, die von Armut, Hunger und Krieg bedroht waren, helfen können. Mit ihrem Mann zusammen hat sie 3 Kinder aus Indien, Sri Lanka und Ruanda adoptiert, 2 davon mit einer Behinderung. Den unabdingbaren Willen, helfen zu wollen, begründet sie so. Ich meine, wer Kinder liebt, und ich liebe Kinder unheimlich, der kann nicht weggucken. Und das ist auch so, wenn wir in ein Projekt gehen, wir bringen Gesichter nach Hause. Wir bringen jetzt nicht ein Projekt, sagen, da bringen wir Lebensmittel hin, die haben jetzt was zu essen, wir bringen die Gesichter. Und dann kannst du nicht sagen, ich höre jetzt auf. Zum Abschluss der Feier kamen viele der anwesenden Schirmherren wie Martin Rosemann, Andreas Glück oder Annette Wiedmann-Mautz noch für ein Foto zusammen. Und ganz spontan erklärte sich auch Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg dazu, eine Schirmpatenschaft zu übernehmen.